Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3. Und wir sind gerade hier stehen geblieben in dieser Kanalisation, wo wir versuchen, die Leute rauszuholen, weil die werden gejagt. Schluss jetzt! Ja, Schluss jetzt. So, zack. Jawohl, noch einer. Oh, der hat mich kurz angegriffen. Ich mach mal mein Schussschild schon jetzt an. So. Ja, ein bisschen plündern. Bisschen sammeln. So. Was hat er dabei? Alles mitnehmen. Den kann ich nicht plündern. Was ist hier los? Oh, Gegner. Ich hab ihn nicht mal gesehen, von wo er kam. Jawohl, noch einer. Zack. Jawohl. Zwei Stück liegen. Hier kurz sammeln. Jawohl. So. Was ist hier los? Bisschen hier untersuchen. Alles plündern. Alles sammeln, alles plündern. Jawohl. So. Oh, gibt's viele Sachen hier. So, Designer habe ich nicht mitgenommen. Perfekt. Ich guck mal hier. Wir müssen nur uns diesen Weg freiräumen von den Gegnern und untersuchen, ob wir vielleicht hier irgendwelche Gegner haben, die sich versteckt oder nicht. Man kann ja nie wissen. So, was hier? Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh denn, der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Hm. Aber hör doch mal. Doch, hier. Hinter den Wänden höre ich ein Echo. Ich spüre Luft, die durch die Ritzen strömt. Etwas jawohl, auf der anderen zack. Seite? Elfenruinen oder ein alter, vergessener Keller. Vielleicht finden wir da einen Weg auf die andere Seite. Schadet nicht, es zu versuchen. Wir haben nichts zu verlieren. So, hier war noch einmal. Oho. Eine Bibliothek? Ich nehme alle Bücher. Was ist das? Okay, das sind die Steine, die ich kaputt gemacht habe. Bisschen Bücher sammeln. So. Vielleicht irgendwelche Bücher sind für Quests oder so. Vielleicht kann man was Gutes da drinnen finden. Irgendwelche Geheimnisse. So. Noch nicht alles untersucht, okay. So, mitnehmen, mitnehmen. Hey, so viele Bücher gesammelt. So. Da hinten gab's noch. Boah, viele Bücher liegen hier rum. Okay, egal, ich weiß nicht, ob es was bringt oder nicht. Oder ich mache das einfach so. Ich gehe lieber weiter. Trish, ich habe einen Ausgang gefunden. Ach, sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Verzio. Jakob von Varazzes Chronik. Unglaublich. Da ist noch Gegner. Wir werden später. Komm, alles hoch. Ja, komm. Das fällt mir nur schwer, ausweichen. Komm, wir müssen jetzt. Ich muss kurz heilen. So, Schutzschild. Kommt der? Ey, der greift mich an, aber der kommt nicht raus. Kann ich irgendwie durchgehen? Tja, komisch, ey, ich verstehe das nicht.
Okay, das wackelt. Na, komm doch hierher. Na, jetzt auf einmal geht die Tür auf, okay. So, kurz durchsuchen. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Okay, ich hab keine Angst von Ratten. Kletter hoch. Hier noch sammeln. So, ich gehe mal da hinten, wo die mir hinzeigen, wohin. Ja, das ist bestimmt oben diese Kiste, was ich ja auf die Karte sehe. Warum bleibt sie stehen? Komm. Komm, Triss, hier ist alles sauber. Hier habe ich schon alles sauber gemacht. Alle getötet. So. Verdammt! Ganz schön viele. Ja, was ist los? Ich will nicht runterspringen. So, was jetzt? Nun? So. Boah, ich höre schon die Ratten. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wird denn die ganzen Leichen hier wohl haben? Wir sind direkt unter dem Markt. Boah, wie viele Carlo Ratten. Barese. Das ist bestimmt kein so, Zufall. Seine alle Ratten besiegt. Dazu spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung? Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen so, deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Na, kein Weg von zum Hafen. Erstmal plündern. Erstmal alles plündern, dann kann man einen Weg zum Hafen finden. Komm ich da hoch? Ich will die Kisten noch sammeln. Oh. Falscher Knopf. Na, ganz oben geklettert. Na, jawohl, jetzt. Okay. So. Die alten Knochen brauchen keine Geld mehr. So, ich guck mal kurz in mein Inventar, was wir alles so gesammelt haben. Vielleicht gibt's gute Rüstung. Oho. Sieht nicht schlecht aus, aber leider ist nicht so gut. So, das plus 1. Okay. Ja, stimmt. Da muss ich noch Designer reinmachen. Oh, leider Schwert kann ich nicht reparieren. Schade. Okay, so, bisschen verbessert, so, jetzt können wir weitergehen, irgendwelche Zettel aufgekommen, so, viele Leichen hier, die haben auch Gold dabei, auch nicht schlecht, okay, laufen wir weiter, was hier, abgeschlossen. Ah, ich glaube, wir müssen nach oben. Ja. So, hier oben muss irgendwo hier Triss sein. Ja, da steht sie schon, wartet auf mich. Perfekt. Ja. Noch weiter Kisten plündert. So. Ja, in diesen Sack gucke ich auch mal rein. So, finde einen Weg durch die Kanalisation. Okay. Gegner! Boah, wow, zu viele! Mein Schussschild!
Wow, 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 wow. Einer hinter mir. Jawohl. Du, Kopf auf der Hand. Jawohl. So. So viel dazu zum Weg durch die Kanalisation finden. So. Was gibt's hier? Ich plündere alles. So, alles mitnehmen. So, zack, zack, zack. Schnell sammeln. Jawohl. So, keinen Durchgang mehr. Hier. Okay. So, wir können jetzt hier unten weiter gucken. Da, wo die Tris geguckt hat. Okay. Da ist irgendeine Leiche. Aber zuerst plündere ich. So. Nur die Designerkiste hinten. Zack, zack, schnell gesammelt. So, tut mir leid. So, zack. Hier ist eine rote Leiche. Die Leiche ist blass, vertrocknet. Okay, blass und vertrocknet. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich mach mal kurz meditieren. Damit wir volle Gesundheit haben und alle meine Heiltränke da sind. So, perfekt. So. Hier ist noch eine rote Leiche. Unten am Hals und an den Schultern. So, gucken wir mal. Wohin diese Tür? Verschlossen. Ah, das ist bestimmt diese eine Tür, wo wir von anderer Seite waren. Okay. So, ein bisschen sammeln. Bisschen plündern. Bestimmt, wenn ich hier rauskomme aus dieser Kanalisation, werden meine Taschen voll sein. Dann muss ich alles verkaufen. So. Okay, hier ist noch eine Leiche. Die Laterne brennt noch. Untersuchen. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Durch Bisse in den Hals. Okay, das hört sich an wie so ein Vampir. Wenn das Biss in den Hals vertrocknet, blass und so. Ich glaube, dass irgendwas mit Vampir zu tun hat. Ich hoffe mal, ich treffe keinen Vampir jetzt hier. Okay, die Leiche haben wir untersucht. So, bin gespannt, was uns erwartet hier. Welche Monster. So, zack, alles sammeln. Dann haben wir eine Kiste. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus. Ein Katakan. Wow. Was? Ein Vampir. Nimm dich vor seinem Gift in Acht. Schluss jetzt. Ein Vampir, hab ich doch. Ich hab's gewusst, ey. Wie besiege ich ihn? Na komm, angreifen, angreifen. Angreifen ohne Ende. Jawohl, besiegt. Zum Glück. Jawohl, ey, Vampir besiegt. Geil, ey. Los, gehen wir. Und Stufe 17 erreicht. Jawohl, perfekt. So, ich guck mal kurz hier durch. Was gibt's hier so versteckt? Hier ist noch ein paar Kisten. Nehme ich mit.
So, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, besucht meine Facebook-Seite. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.